Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces FG weg. In der letzten Folge haben wir den Präsidenten angetroffen, haben mit Oswell geredet, dem Vater von, dem Stiefvater von Hubert, und haben die Strata Wüstenruinen betreten, wo uns die Gegner voll aufs Maul gegeben haben. Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad auf böse runtergestellt, also einen Schwierigkeitsgrad runter, weil das ist doch nicht mehr witzig, was hier los ist. Und mal gucken, wie wir jetzt die Kämpfe abschließen. Bäh, komm her. Okay, so, schaffen sein. Die Gegner sind alle wieder aufgetaucht, Mann. Nur weil ich speichern war. Wir kriegen immer noch was Maul, sehe ich gerade. Melk auf jeden Fall. Ich will den Angriff nicht so spammen, Mann. Man muss ja auch bedenken, wir haben hier keinen Heiler außer Hubert. Deswegen müssen wir schon ein bisschen hier aufpassen. Aua, aua, aua. Hilfe, Hilfe. Oh, das war Holy Lands. So, warte, ich glaube, wir steuern mal jemand anderen. Erstmal mit Hubert. So, ich muss mal kurz gucken, was du alles überall hast. Ja, schon mit klarkommen. Ja, wir haben voll wenig HP. Ja. Komm her. Bist du anfällig gegen... Wie gesagt, nicht anfällig gegen irgendetwas. Mann! Dann sehen wir mal seine Tempo. Attacke. Bams. Ultimative Combo. Zack. Ding, 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 ding. Richtig geil. Ja, er schießt mit dem Bogen nach oben. Und dann greifen Pfeile ihn immer und immer wieder an, den Gegner. Richtig schön, Matt. Wird wahrscheinlich jetzt sowieso erklärt. Pfeilsturm. Wechselt Hubert in den Tempomodus, entfesselt er einen Pfeilregen, dessen Dauer von der Füllung der Anzeige bei Auslösung abhängt. Du kannst dich weiterhin bewegen, während die Pfeile herabfallen, so dass du sogar in der Bewegung Kombos zusammenstellen und entfernte Gegner angreifen kannst. Das ist richtig nett. Vor allem, wenn man so Kombos aneinander rein will, ey. Einfach nur diese Tempo-Attacke einsetzen und dann BAMS. Sind wir alle tot. Mehr oder weniger. So. Was haben wir denn noch hier alles? Flinkfinger, das hätte ich gerne. Mal hier noch. Oberwiderstand kannst du mal. So, Metroiden möchte ich lernen. Und Gegengift, das wäre auch nicht schlecht. Oder Blitzschlag. Immer Blitzschlag. Ich brauche ein paar neue Attacken für Richard. Fürs Training. Ihr versteht? Wah. Ja. Hier ist nichts. Also muss ich auch nicht gegen dich kämpfen. Aber gegen dich muss ich kämpfen. Einfach so. Kommst du her. Verdammt, was mache ich da? Ich bin doch der A-Art-Kämpfer. Und irgendwie habe ich gar keinen. So, jetzt aber. Boah, jetzt sind die Kämpfe richtig angenehm wieder. Wie kommt das? Ich habe nur einen Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Aua. Jo. Ich muss aber aufpassen. Ich spiele jetzt den Heiler. Also wenn wir HP brauchen, dann habe ich ein Problem. Ja, fein. Ah, sehr schön. Blitzschlag, gut. Nächste. Noch mehr Arzt, finde ich. So, Gegengift. Ja, ich muss da lang. Das ist ein Schatz, den will ich haben. Also muss ich da lang. Soink. Rukas Kata war vermutlich bloß Glück. Er ist Hauptcharakter von Tales of Innocence. Wenn man den Intro Glauben schenken darf. Mehr als das Intro weiß ich von dem Spiel übrigens auch nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ne? So, wer wartet noch hier? Ich möchte noch mehr kaputt kloppen. Komm her, Bams. Oh Gott. Richard hat gleich auch sein Tempo mal voll. Können wir mal zeigen, was er dann kann. Ist auch richtig nice. Alle Tempofähigkeiten sind eigentlich nice. Ja, bis auf die von Malik ein bisschen, finde ich. Espels ist auch nicht so geil im Vergleich zu den anderen. Aber naja, ist Geschmackssache.
Spinne, hör auf damit, Mann, hör auf damit. Geht's euch gut? Mir geht's prima. So, 0 Punkt. Und ich. So, jetzt sind die Kämpfe richtig locker. Sind schon wieder fast so einfach. Ich lasse es ganz bestimmt jetzt so. Ich tue es jetzt ganz bestimmt nicht nur meinen an. So, Flinkfinger tut, glaube ich, die Dingens hier. Chance auf Doppelklingenwechsel, Zeitreduktion 25%. Okay, das klingt gut. Oh, 4000, ey. Keine Gnade könnten wir nur lernen. Lassen wir, glaube ich. Und du musst noch gegen Gift lernen. Warum hast du das noch nicht gelernt? Was soll er eigentlich? Richard. Oh. Zack. Du bleibst dead. Ich bin am Bein auf 25. Aua. Ich muss eigentlich heilen, da wird auch irgendwie auf meine Dinge gesetzt. Ja, fuck, das wollte ich gar nicht. Ja, egal. Verdammt, ich hab doch L1 gedrückt, Mann. Egal. Okay, Richard. Du kannst wieder was anderes lernen, mein Gott. Ja, wo ist wieder was anderes zu lernen? Ich brauche mehr Sachen zum Lernen für Richard. Leben, also auch nicht schlecht. Haben wir hier Bank FP. So, du hast schon wieder alle Angriffe hier. Die du lernen kannst. Was ist dies? So, maximal KP plus 30. Minimal SK, ja. Und jetzt tue ich erstmal nicht wieder umstellen. So, tun wir mal wieder lustiges Raten hier spielen. Ich keinen Plan habe, wie dieses Spiel so richtig funktioniert. Ich tue einfach nur raten, ganz ehrlich. So, komm her, Banks. Ein bisschen warm kämpfen. Ah. Ja. Okay, ich habe Heilner Wind ausgerüstet. Ich glaube, ich auch so heilen. Bams. Das hättest du nicht gedacht, was? So, Richard. Zauber. 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 Ja. Ich glaube, da hat man schon ein bisschen gut erkannt. Bei Richard tut sich die Zauberzeit verdammt nochmal richtig erhöhen. Erhöhen, Quatsch, senken. Das kann richtig nice sein. Vor allem bei richtig mächtigen Zaubern. Das wird wahrscheinlich so erklärt, ne? Arkane Kraft wechselt Richard in den Tempomodus, halbiert sich die Wirkzeit all seiner E-Art. Zudem stellt er bei jedem seiner Angriffe seine SK wieder her, wodurch sich zahlreich neue Kombo-Möglichkeiten ergeben. Geil. Das ist geil. Okay. Es gibt... Nein. Entdeckung. Oh, ich wollte schon sagen. Habt ihr hier schon erkundet, mein Gott. Hi. Na? So, dich mach ich platt. Mein Gott. Boah, ich liebe diesen Angriff. Boah, ich liebe diese Mystikart. Das ist meine absolute Lieblingsart. Ah. Hilfe, Hilfe. Ich brauche kurz heilen. Ich hab gesagt, ich muss mich heilen, Mann. Na?
und geil. So. Und vier Sachen bekommen. Das lese ich doch nicht alles vor, ey. So, wieder raten. Den hier. Den hier. Dann den hier. Den hier. Hat nicht geklappt. Nein, jetzt bin ich gefangen. Geh den mal. Den hier. Dann den hier. Dann den hier. Ja! Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert. So, richtig. Ich kann irgendwie nicht so nachvollziehen. Engelsherzen, leuchtende Panzerhandschuhe, die auf reine engelsgleiche Herzen reagieren. Hm, Hearts. Tales of Hearts. Du, ich habe doch gesehen, du hast mich schief angeguckt. Nein, ich wollte nicht heilen damit. Also. Und es wird gerade sein Tempo angesetzt. Ich bemerkt. Kann auch noch einstellen, aber im Moment finde ich es halt noch nicht so notwendig. Ja, werde ich wahrscheinlich sowieso irgendwann abstellen, damit ich die mal manuell einsetzen kann, weil da sind sie am besten aufgehoben. Es gibt ja nur wirklich Grund, hier die ganzen Charaktere zu wechseln mit dem Kampf. Bing! Voll geil. Und das ist ja voll geil. Bing! Ah! Ja, das sieht viel zu flashig aus, Richard. Muss alles bei dir so fabulous sein. Richard hat Steuern gelernt. Wunderbar. So, mein Gott. Okay, ein paar Gegner kann ich auch wohl auslassen, oder? Phantom Licht, ein Stab, der verspricht, Träume in Realität und Realität in Träume zu verwandeln. Hm. Quatsch, makes dream into reality. Nee, so klingt das. So war das nicht. Warte mal, Courage turns dreams into reality. Ein Spruch aus Tetris Symphonia 2. Boah, jetzt treffe ich euch alle. Seid alle dran. Mein Gott. Richtig nice. Weil wir jetzt immer die dritte Stufe bekommen hier. Von unseren Dingens, von unseren Elfschub. Früher war ein bisschen schwieriger. Ja. Da unten kann ich, glaube ich, wieder nicht hin, ne? Warum nicht? Egal. Din, din, din. So. Mal wieder ein Rätsel. Ich kann wieder raten. Ja, supi. Ich bin schon wieder gefangen. Nein. So. Ich verstehe das Rätsel einfach nicht. Da verstehe ich doch immer alles zu 100%. Mein Gott. Mein Gott. Boah, der ist ja voll. Der ist ja voll außer Rand und Band. Da. Ja. Ja. Will sich verarschen? Boah, er will mich verarschen. Gibt's doch nicht. Aua. Boah, da bin ich richtig gut rausgeflüchtet. Wunderbar. Ah, ah. Mal kann man jemand die Kombo aufrechterhalten. Aua. Aua. Muss ich mal kurz heilen, danke. Nein, geh weg. Kannst du jetzt wagen, meine Heilung zu unterbrechen? Mystische Schuppe. Meister des Schwertes. Vollgas. Der Tempomodus kann jederzeit aktiviert werden, sobald die Tempoleiste zwischen 50 und 100% liegt. Warte so, bis sie ganz voll ist und besitzt du entsprechende Fertigkeit, kannst du in einer Combo L1 halten, um Vollgas einzusetzen. Diese Spezialarzt werden mit jedem Einsatz stärker. Ja? Okay, kann sein, weil ich jetzt nicht. Aber wenn das Spiel es mir sagt. Räum mal den Scheiß hier weg, Mann! So, dann. Was wollte ich jetzt gucken? Meister des Schwertes.
Ach, das ist, glaube ich, wenn man Dingens mal Level 80 erreicht hat, ne? Ich bin mir nicht sicher. Tun wir mal ausrüsten. Er tut ja ganz überrascht hier ausrüsten. Autokapierholung, das ist doch mal nett. So, haben wir hier? Nein, hier haben wir nichts. Undins Gewand. Das Gewand gehörte eines der königlichen Familien und ist mit Wasser veredelt. Dann rüsten wir doch mal aus. So, Skit. Lockere Zunge. I'm sensing something strange. The monsters we seek may be nearby. And with this, your stock will rise. The president will beg to have you as his son-in-law and... Again with this? Your lips are much too loose, Captain. What sort of soldier openly discusses his comrade's personal affairs? Well, usually my lips are sealed, but when it's information we all share already, that's a different story. My affairs are not common gossip. Now that you mention it, I'm pretty sure the captain spilled one of my secrets once. Whatever are we to do with you, Malik? We shall have to find a punishment that fits your crime. Perhaps I should read aloud the contents of a certain love letter you wrote 20 years ago. I don't know where you got that, but if you read it, I'll be forced to share humiliating stories from His Majesty's childhood. You would threaten your king? There's little difference between king and subject in a place like this. Yes, well, let's put that aside and make sure... Hey, stop! Listen to me! Das sind voll die Trolls, die beiden. Was machen die? Was ist aus denen geworden in diesem halben Jahr? Ja, ein Jahr. Ja, doch, halbes Jahr. So. Da passiert denn noch was? Ich kann mich jetzt nicht so erinnern. Ja, schätze mal. Oh, hi. Na? New creatures are controlling the monsters Lambda left behind. It appears Fourier was correct after all. Let's do this. Awesome music incoming. So, okay, jetzt da hier einige Bosse sind, kann ich auch mal die etwas anderen Titel ausrüsten. Ist ja da lohnt, wäre das schon gut. Weiß mir noch auf 1 und so gar nichts hin. Tempo, ha, warum hat er noch nicht? Ich glaub, Spinne. So, damit ist ja da lohnt, ne? Jetzt sowas von meine Tempo-Fähigkeiten spam ungefähr so. Mein Gott, langsam sind die ganz schön einfach. Und sogar er. Gibt's doch nicht. Mein Gott, mach Richard mit denen. Und Espel. Warum bin ich tot? How could this happen? Nein, nicht schon wieder. Warum bin ich schon wieder tot? Mein Gott, das ist eine riesige Motte auf meinem Fernseher, aber zum Teufel. Egal. Das ist sehr gemütlich. Mal, geh weg. The last of them. We need to find the source of these monsters before things get worse. Agreed. They're almost unmanageable as it is. Ach, einfach Schwierigkeiten auf der Stelle. To the Amarcian enclave and meet up with the girls. Mein Gott, die Waffen von denen, ey. So flashig.
Thanks, Richard. You look exhausted. Are you sure it's safe to keep wielding Lambda's power like this? I'm fine. I'm just not used to it. Besides, I know he's not trying to control me. Did he say that? No. I just trust that it's true. I don't understand, Asbel. I would never have the strength to trust him after what he did. It's not about strength, Richard. If anything, I have to believe in him because I'm weak. But I suppose some things can't be helped no matter how hard you believe. When we were kids, I believed we'd be together forever. And so did Sophie. That's not gonna happen. Not as long as we're all human. Asbel. We can hope and pray and believe all we want, but it doesn't change a damn thing. That's why I don't know what to say to her. Na, das ist schon ein bisschen kompliziert. Aber da ist eine Truhe, die haltet uns wieder auf, ne? Spallas, Kata, was ist los mit dir? Oh, es zählt zumindest, wenn ich mich nicht irre. Tja, was sollen wir so viel sagen, wenn wir wieder da sind? Oh, das ist nur, okay. Geh nach draußen, okay. Ich kann anscheinend nicht teleportieren. So wie es diese Aussage irgendwie sagt, nehme ich mal an. Da wollte ich umsonst da stehen. Es geht? Nein, okay. Ist ja gut. Was ist jetzt schon wieder? A moment, please. I need to relay our report for the president. So what's Fodra like? That's right. You haven't been there before. Well, it's sad, actually. It's withered and desolate, and everything's dead. And that's where Lambda came from. Yeah. You are conflicted. Can't hide anything from you, huh? You heard what Sophie said. Proto's haste was designed to destroy me. That was the entire purpose for her existence. And now that purpose is gone, it's no wonder she's malfunctioning. Without purpose, she's little more than an empty, soulless doll. Doomed to be alone for all eternity. Quite tragic, really. Your human life is limited. How can you hope to save Proto's haste from her solitude? Well, I... Your worries grow with each passing moment. Can you find an answer in the midst of such despair? I look forward to watching your fragile little mind scramble for an answer. Alone for all eternity. Das klingt hart. I remember how I felt when Dad died. If I hadn't recovered from that. I thought I'd lost everything. But then Sophie was there for me. It made me happy. It was like being part of a new family. A family. Thanks for waiting. Let's be on our way. Hab erstmal ein Lichtbett gerade bekommen.
Wir gehen mal zur Amazianischen Enklave. Folgen der Freundschaft. The girls are waiting for us. Let's hurry back to the Amarcian Enclave. I wonder if Sophie's gonna be okay after this. Asbel. Richard, when someone dies, that's the end of their friendship, right? Are you thinking about Sophie? Yeah. What happens after we pass away? We would just end up becoming some distant memory for those left behind. If everything ends up disappearing in the end, what's the point of all this? And where would that leave Sophie? She would end up being all alone, without any of us to support her. Asbel, let's not worry about such things now. That day is far in the future. You don't know that! We could die tomorrow, or even today! Asbel, calm yourself. Even if that happened, all we can do is value the time we have with Sophie. That way, a part of us will remain in her heart after we're gone. Do you really think so? Yes, I truly do. Now come on, let's go see Sophie. Ja. Ob sie mit dieser Antwort auch noch klarkommen wird, naja. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Schnitt. Ich vertreibe mal die Mod hier vom Fernseher, weil ich möchte jetzt nicht wieder nochmal eine halbe Stunde sehen im nächsten Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.